Willkommen zu unserem zweiten Modul aus dem Kurs Entwickeln mit PhoneGap 3.x. Jetzt beschäftigen wir uns mit Installation und Setup. Ein kurzer Überblick: Was erwartet Sie in diesem Modul? Die Voraussetzungen, die wir für PhoneGap benötigen, die Installation und wir werden unsere erste kleine, aber feine App erstellen. Um PhoneGap zu nutzen, reicht es nicht, das Tool herunterzuladen. Sie benötigen für jede Plattform, die Sie unterstützen möchten, das jeweilige native SDK der Hersteller. Bei unserem Beispiel hier wäre es das Windows Phone 8 SDK. Dort wird gleich ein Visual Studio 2012 Express mitgeliefert. Wir benötigen dort auch nicht mehr. Das heißt, Sie können den gesamten Kurs mit den freien Tools bestreiten. Möchten Sie vielleicht Android als Ziel unterstützen, sollten Sie sich von Google noch das Android SDK besorgen. Für BlackBerry 10 gilt dasselbe. Dort wird auf den BlackBerry-Seiten das SDK herunterladen. Möchten Sie für iOS entwickeln, benötigen Sie einen Mac, da Apple als Voraussetzung für die iOS-Entwicklung einen Mac nebst Xcode voraussetzt. Wenn das getan ist, fehlt noch ein sogenannter Node.js-Server. Node.js ist ja quasi so der JavaScript-Server-Hype der letzten anderthalb Jahre. Mit der neuen Version von PhoneGap 3 wurde eine sogenannte Node.js, ja, Voraussetzung geschaffen. Das heißt, um PhoneGap selber zu nutzen, brauchen wir diesen Server. Ist der Server installiert, würden wir auch noch die Kommandozeilentools benutzen. Ja, Sie sehen richtig, für die, die PhoneGap schon einmal in den alten Versionen genutzt haben, wir haben keine Templates für Visual Studio mehr, wir laufen jetzt als Kommandozeilentool. Und am Ende des Tages Ihr Lieblingstexteditor, um das HTML und JavaScript zu bauen. Als kleine Installationsanleitung laden Sie doch bitte das Windows Phone 8 SDK herunter. Danach zwingend und ganz, ganz wichtig, großes Ausrufezeichen, das Visual Studio 2012 Update 4. Dieses wird für weitere Updates zwingend vorausgesetzt. Sollten Sie Inkompatibilitäten haben zum Thema, ich habe aber Windows 8.1 schon bereits bei mir auf dem Entwickler-PC, auch da hilft das Visual Studio 2012 Update 4. Danach das Windows 8 SDK Update für die Emulatoren, dort gab es auch Neuerungen. Und ganz am Schluss natürlich für die Windows Phone 8 Plattform, the latest and greatest API Enhancements möchte ich es nennen, Windows Phone 8.0 10.3.2.2. Sind diverse Gigabyte durch Ihre Internetleitung gewandert und die Installation nebst Neustart abgeschlossen, möchte ich Sie bitten, den Node.js Server herunterzuladen. Ich zeige gleich nochmal die Homepage. Diesen brauchen wir zwingend als Voraussetzung. Er liefert ein sogenanntes NPM-Modul, Node Package Manager-Modul mit. Vielleicht ein wenig vergleichbar mit NuGet, wenn Sie aus der Visual Studio-Ecke kommen. Wir können damit über die Kommandozeile dann das PhoneGap final herunterladen als Kommandozeilentool, was wir benötigen. Und wie versprochen, hier ein kurzer Überblick über die Komponenten. Wie in den Slides schon gezeigt, einmal der Download des Windows Phone 8 SDK, auch gerne in Deutsch. Denken Sie daran, das ist ein sehr umfangreicher Download, also vielleicht gerne danach mal eine Tasse Kaffee holen oder Tee. Ist es vollbracht inklusive Updates, sprach ich von Node.js. Node.js bekommen Sie auf Node.js.org. Im Normalfall wird automatisch erkannt, welches Betriebssystem Sie benutzen. Sie können alternativ auch gerne im Download schauen und dort den jeweiligen Installer für Ihr Betriebssystem aussuchen. Bei uns ist es der Windows Installer, gerne in der 64-Bit-Version. Nach dem Installieren von Visual Studio nebst Updates und dem Node.js Server möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie jetzt PhoneGap am Schluss installiert wird. Alle weiteren vorherigen Komponenten sind installiert. Bitte gehen Sie auf die Kommandozeile und wir testen einmal, ob bereits der Node.js Server installiert wurde und erreichbar ist. Ich mache dies über das Tool NPM, was ich ausführe. Ich sehe, NPM funktioniert, der Node Package Manager. Das heißt, ich kann jetzt losgehen und sagen npm install. Wir wollen ein Paket installieren. Das Ganze möchte ich global, also fürs gesamte System installieren. Und zwar möchte ich das Paket PhoneGap haben. Das Ganze bestätige ich. Es dauert einen Moment. Der
NPM Package Manager geht jetzt los, wird sich über die Registry das neueste PhoneGap-Paket hier, die Version 3.3, laden, inklusive aller Abhängigkeiten. Und in ein paar Sekunden sollten wir bereit sein für unser erstes Projekt. So, alle Abhängigkeiten sind heruntergeladen, das gesamte Paket wurde installiert. Bei uns im Kurs waren es nur ein paar Sekunden, bei Ihnen kann es gerne nach Internetleitung auch mal 1, 2, 3 Minuten gedauert haben. Was wir jetzt vorfinden, ich habe mir ein Verzeichnis erstellt, das nenne ich PhoneGap Projects. Dieses soll alle PhoneGap Projekte, die wir jetzt bauen, beinhalten. Nach der Installation sehen Sie, nach Eingabe von PhoneGap, dass wir eine neue Kommandozeile haben, die wir nutzen können. Und um zu gucken, ob alles korrekt installiert ist und ob alles wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, reicht ein einfaches PhoneGap Create. Wir möchten ein neues Projekt erstellen und das heißt mein erster Test. PhoneGap wird jetzt ein neues Projekt einlegen. Das bedeutet, der Projektname wurde definiert mit mein erster Test. Dieser Projektname ist der Name des Verzeichnisses. Wir können noch weitere Optionen mit angeben, Argumente, die für spätere Themen wichtig sind. Hier wollen wir jetzt einfach mal schauen, das Projekt wurde angelegt. Ich kann es sehen. Wenn ich in das Projekt hineinwechsle, sehe ich, ich habe eine .cordova als Verzeichnis, ein Merges, ein Plattforms, Plugins und www. In den nächsten Modulen werden wir ja sehen, wie wir damit entwickeln. So viel vorab, das www-Verzeichnis ist das Verzeichnis, in dem wir sämtlichen Applikationscode hinterlegen werden. Möchte ich dieses Projekt nun testen? Reicht ein PhoneGap Run und zwar für die Plattform Windows Phone 8. PhoneGap sucht jetzt für Windows Phone 8 nach dem korrekten SDK, wird schauen, dass alles, was notwendig ist für die Windows Phone 8 Plattform als Zielplattform auch zur Verfügung steht. Das kann eventuell mal einen Download nach sich ziehen. Das Ganze wird kompiliert und automatisch versucht, auf ein angeschlossenes Device zu deployen. In unserem Fall haben wir kein Device dran. Dementsprechend geht PhoneGap los und startet den Emulator für uns. Da ist er auch schon. Es dauert einen kleinen Moment. PhoneGap erstellt automatisch beim Kreieren eines neuen Projektes so eine Art Template, eine Draft Application mit einer kleinen Meldung, sodass wir sehen können, alles hat funktioniert, alles ist vorhanden, es kann losgehen. Unser Phone 8 ist gebootet und nun wird installiert. Ein kurzer Splash-Screen. Und wie erwartet, der kleine Adobe-Roboter, der PhoneGap Build. PhoneGap Device ist ready. Wunderbar, alles ist sauber installiert worden. Es kann bei Ihnen sein, dass Sie an dieser Stelle einen Fehler bekommen. Der ist in PhoneGap Version 3.3 und eventuell davorliegenden Versionen noch enthalten. Dort wird auf eine deutsche MS-Bild-Problematik eingegangen. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie Sie den eventuell auftretenden Fehler fixen können. War Ihr Kompilierungsvorgang nicht erfolgreich? Haben Sie vielleicht eine ähnliche Fehlermeldung bekommen, wie ich sie Ihnen jetzt zeige? PhoneGap Run WP8.
Nun, PhoneGap hat versucht, in der Version 3.3 und früher unsere Windows Phone 8 SDK-Umgebung zu erkennen. Das hat leider nicht funktioniert. Dieser Fehler tritt sporadisch auf. Dementsprechend versucht PhoneGap nun, den sogenannten PhoneGap Build Service extern zu nutzen. Das möchten wir aber nicht. Was ist passiert? Bevor Sie sich lange durchs Internet hangeln, haben Sie ein deutsches Visual Studio installiert, haben Sie auch eine deutsche MS Bildversion installiert. Und das bedeutet leider, dass PhoneGap dort einen kleinen Bug hat beim Erkennen der Umgebung. Es wird nämlich nur die englische Version supported. Dementsprechend müssen wir eine Kleinigkeit ändern. Das will ich Ihnen kurz zeigen. Tja, und zwar hier der Fix für unser kleines Problemchen. Es gibt eine Datei, die nennt sich check_rex.js. Diese finden Sie in Ihrem User-Verzeichnis, in Ihrem Profilnamen und dort müsste ein .cordova-Ordner angelegt worden sein. Sie sehen den Pfad Cordova lib Windows Phone Cordova Version 3.3.0. Sollten Sie eine neuere Version mittlerweile verwenden, müssten Sie dort die Versionsnummer ändern. Es geht um das Windows Phone 8 im Bin-Verzeichnis. Wenn Sie dort die Datei check_rex.js öffnen, werden Sie eine Zeile finden, in der steht var ms version ist gleich output match und so weiter. Sie sehen, dort wird auf die englische Version verwiesen durch das Microsoft Builds Engine. Der Fix wäre hier, den sogenannten regulären Ausdruck, den Sie dort sehen, zu ändern, indem wir nämlich einfach nur das .NET Framework abfragen. Und hier sehen Sie es nochmal im Editor. Wir haben die Datei geöffnet. In der Zeile 83 habe ich die MS-Version gefunden, die derzeit noch für die englische Engine funktioniert. Dort füge ich eine neue Version ein. Diese habe ich mir eben durch die Zwischenablage geholt und kommentiere die alte Version aus. Nun checkt das Build-Skript nur noch darauf, ob ein .NET-Framework in der Version 4 vorliegt. Das Ganze speichere ich ab und wechsle auf die Kommandozeile. Und hier ist die Kommandozeile wieder. Ich probiere das Kommando nochmal aus. PhoneGap run wp8. Und nun wird auch das lokale Entwicklungsumgebungsenvironment Denglisch willkommen auch gefunden und das Projekt läuft. Perfekt. Das war's für die Fehlerfindung. Lassen Sie uns weitermachen mit dem nächsten Modul. Erst einmal herzlichen Glückwunsch für Ihre erste App mit PhoneGap und Windows Phone 8.